Jahren Pause gibt es in Westfalen wieder zwei zusätzliche sportliche Feiertage, wenn es denn heißt, in der dritten Liga Arminia Bielefeld gegen Preußen Münster. Über 24.000 sind da und Sie, liebe Fußballfans, erstmal herzlich willkommen. Kein Derby ist normal, das ist für die Spieler, für die Trainer, für die Verantwortlichen nicht normal. Das ganze Aufsaugen mitnehmen, diese ganze Atmosphäre mitnehmen und ich als Fan würde sowas absolut genießen. Rein geht's, die Arminia natürlich in blau-schwarz, Preußen, Münster in den weißen Trikots. Schauen wir erstmal, was Özkan macht. Ja, der ist nämlich richtig gut. Was für ein traumhafter Kopfball. Niklas Schimlowski zur Führung. Becker macht den scharf. Und das muss eigentlich der Ausgleich sein. Mal wieder Yildirim, wieder über rechts, das ist gut, das ist super gespielt. Schimlowski 2-0. Der Mann der ersten Hälfte heißt Niklas Schimlowski. Wir schauen auf Schimlowski, das ist kein Abseits. Schimlowski, hat er den Überblick? Hat er! Und jetzt schlagen und auf dich zeigen, da kriegst du schon Gänsehaut. Und hier zu treffen, hier mit den Jungs Siege zu feiern, ist geil.